Herzlich willkommen zurück bei Outlast. Mal gucken, ob ich das alles noch hinkriege, da ich jetzt Ewigkeiten nicht mehr gespielt habe. Wie gehe ich denn vorwärts? So springe ich. Jetzt habe ich's. Ich habe vergessen, WASD zu benutzen. Moment. Also, wir waren jetzt bei diesem bösen Dr. Traeger geflohen. Das ist alles, was ich noch weiß. Und wir sehen mal, wie es jetzt weitergeht. Das sind nur die Pfosten. Das fängt schon gut an. Was, wenn ich zuerst runtergehe, anstatt rauf? Die Tür ist verschlossen, okay. Das habe ich ja noch nie gesehen. Wo sind wir denn jetzt gelandet? Kenne ich gar nicht. Teamwork, Teamplayer Award, Patrick Petrina. Gut gemacht, Patrick Petrina. Hast du dir auch verdient. Oder kenne ich das doch und erinnere mich nur nicht? Ich erinnere mich an vieles nicht aus diesem Spiel, muss man sagen. Das ist Ewigkeiten her, dass ich das gesehen habe. Speichert, also muss ich richtig liegen. Hätte ich vielleicht doch erst hochgehen müssen? Soll ich nochmal zurück? Schränke, in die man sich nicht verstecken kann, okay. Bist du? Der Pater. Finde draußen Vater Martin. Das war anscheinend doch richtig. Let it burn! Eine Kamera ab, das wollte ich nicht. Alles easy, alles gut. Da ist auch nichts. Natürlich ist die Tür zu. Okay, da muss ich zurück wohl. Machen wir das mal. Boah, jetzt habe ich mich echt vor der Spalte hier erschrocken. Okay. Rennen wir mal die Treppe hoch. Da waren wir ja. Und gehen mal hoch. Hier ist Ende im Gelände. Die Tür ist auch zu. Okay, wo sollen wir dann hin? Die
Tür können wir nicht öffnen. Aber hier kommen wir her. Wie finden wir raus? Trigger. Oh, eine Notiz. Schritt 1. Drücken. Was? Der Hersteller von Traegersaft. Echt jetzt? Schritt 1? Drücken? Boah, seid ihr abartig. Aber... kommen wir da nicht mehr drauf? Anscheinend nicht. Ach, wir sind nur... ja. Oh, wir haben nicht mehr viele Batterien und ich habe sogar keinen Plan, wohin. Das fängt gut an. Da kommen wir nicht hin, wegen dem Bett. Können wir natürlich nicht verschieben. Nein. Wir übersehen irgendetwas ganz Offensichtliches, ganz bestimmt. Ich weiß es. Ich weiß nur nicht was. Ah, hier ist noch ein Gang mit einer Tür. Okay, das kommt mir doch sehr bekannt vor. Okay, da geht's nicht mehr. Irgendwie habe ich jetzt Angst. Sollte ich das haben? Ist es begründet? Da brennt's. Wieso brennt's denn da? Na gut, wer weiß, was die Patienten angestellt haben. Nix. Nur eine Batterie, Gott sei Dank. Und ein Grafikfehler, der nicht mehr auftauchen will, weil er schüchtern ist. Wetten, ich muss da rein. Wetten, wetten. Fragt sich nur wie. Hier so auf jeden Fall nicht. Ja. Let it burn. Lasst die Spiele beginnen. I had to burn it. All of it. Murkoff took so much from us. Used us. Turned us into these things because nobody cares about a few forgotten lunatics. So let it burn. Burn the whole goddamn thing down.
Get up. If you want to live, you can get out through the kitchen. Durch die Küche? Schalte die Sprinkleranlage ein, um das Feuer zu löschen. Okay, du hast zwar recht, die ganze Scheiße hier kann verbrannt werden, aber komm mit. Folge mir unauffällig, ja? Du hast es nicht verdient, lebendig zu brennen. Okay? Können wir da drunter? Ja! Müssen wir hier lang? Nein. Ich wollte nur sicher gehen. Okay. Gehe ich gerade hier zurück? Das sieht nach Büros aus. Ja, guten Tag. Wie geht's Ihnen denn? Kann ich Ihnen eine Rückenmassage spendieren? Ich kenne diesen Ort. Jetzt weiß ich, wo es ist. Jetzt weiß ich, wo wir sind. Wenn Sie Dinge sehen, geben Sie Bescheid. Eine psychopathologische akute Belastungsreaktion ist keine Schande. Sprechen Sie mit Ihrem Vorgesetzten, um Hilfe von einem Murkoff-Erfolgsberater zu erhalten. Die wollen die doch auch nur wieder in die Psychiatrie einsperren. Hundertprozentig. Stimmt's? Tür geht wohl nicht. Okay, in den Wäscheräume kommen wir nicht. Ah, jetzt habe ich wieder nur drei. Oh. Zwei Batterien. So eine verdammte Scheiße. Bin ich im Kreis gegangen? Nein, 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 nein! Dreh um, dreh um! Dankeschön! Oh, ich wusste, da kommt was! Nein! So ein Arschgesicht! Verdammte Scheiße.
machst du denn da? Ich habe gleich nur noch eine Batterie. Wollt ihr mich verarschen? Ich muss es wohl wagen. Ventile, woher soll ich denn wissen, wo die sind? Tut mir leid, ich kann nicht ohne Batterie. Da komme ich. Ein Schleichangriff. Ich weiß nicht wohin. Ja, komm. Ich bin so verloren. Er stand praktisch gerade vor mir und er hat mich nicht gesehen. Okay, ich werde diese Folge früher beenden, denn ich brauche eine Pause. Einen Moment.